Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zur neuen Nachrichtensendung mit Mia Bucker. Heute berichten wir über stinkige Teller und ausgezeichnete Pfannkuchen. Nein, natürlich nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4 an die Arbeit. Und wir sind wieder in the Hood. Hier mit Mia und die anderen, die machen alle gerade ein bisschen Haya-Bubu. Und das haben sie sich auch verdient. Ich schicke... ich will ja nichts sagen, aber du liegst im falschen Bett. Und ich schicke die gute Mia jetzt auch direkt mal schlafen, denn es ist 2 Uhr mitten in der Nacht und ich finde, ein bisschen Schlaf haben wir uns verdient, denn morgen müssen wir nochmal mit der guten arbeiten gehen, da wir ja die letzte Beförderung ein wenig, naja, ich sag mal ein wenig verkackt haben. Also es hätte besser laufen können, sagen wir mal so. Aber jetzt sind wir ja wieder mit vollstem Elan und neuer Frische dabei. Und du hast 24 Stunden deine Rechnung nicht bezahlt, bevor der... Achso, ich habe noch Zeit. Ich dachte, ich habe 24 Stunden meine Rechnung nicht bezahlt. Ja gut, dann haben wir noch Zeit, 24 Stunden, bevor uns der Strom abgestellt wird. Das ist natürlich nicht mehr allzu viel, aber ich glaube, wir können uns die Rechnung gerade so leisten. Und das ist eigentlich auch ganz gut, denn... naja, sonst hätten wir natürlich ein mini kleines Problemchen, da wir sonst hier sitzen würden ohne Strom und das wäre natürlich überhaupt gar nicht so gut. So, dann esst du nämlich mal und dann kannst du nämlich mal eben die Rechnungen hier bezahlen. 2500, boah, dann haben wir gar kein Geld mehr. Ist das noch essbar? Ja, das ist noch essbar. Sie nimmt es auch direkt mal mit zum Briefkasten. Gut, dann mach das. Und du bist jetzt gleich ausgeschlafen und du, wenn du wach bist, am besten du stehst jetzt mal auf, das ist eine gute Idee. Das ist ein good plan. Kannst du dich direkt mal ranmachen, hier ein klassisches Gemälde zu malen. Und zwar ein kleines, weil für mehr reicht das Geld nicht. Oh Gott, wir haben noch 17 Simoleons. Ja, wir sind wieder an der Armutsgrenze angekommen. Herzlichen Glückwunsch. Da sind wir wieder. Arm wie eh und je, aber das kennen wir ja bereits. So richtig reich waren wir ja noch nie. Also von daher ist das nichts Neues für uns. So, und du stehst jetzt draußen und isst. Das ist gut. Hier müssen wir noch einiges machen. Und zwar müssen wir hier mal... Warte mal, wir mussten doch sowieso noch was machen, ne? 3 Pflanzen veredeln. Veredeln war ein Ableger nehmen, ne? Dann nehmen wir mal hiervon Ableger, davon Ableger und davon Ableger. Und dann veredeln wir die mal. Und dann müssen wir den sowieso noch hier pflegen und so. Und dann können wir da vielleicht auch mal das Level dann erreichen, was wir noch brauchen. Du stehst jetzt nämlich auch mal auf. Dann kannst du nämlich mal hier duschen und Pipi machen. Und danach hast du freie Verfügung mit deiner Freizeit. Und du, kleine süße Maus, du hast auch noch einiges zu tun. Du musst noch 3-mal im Klettergerüst durch. Du musst noch ein Tippspiel und Level 10 der Motorikfähigkeit. Dann machen wir hier nämlich mal... Tastenkommandant ist das doch dann, oder? Im Tippspiel. Ja, Tastenkommandant, genau. Dann kannst du das direkt danach mal spielen. Hast du jetzt die Ableger genommen? Ja, tatsächlich hast du. Gut, dann veredeln wir mal das damit. Und das veredeln wir mal damit. Und dann müssen wir hiervon noch einen Ableger nehmen, weil aus irgendeinem Grund hat sie den letzten Ableger nicht genommen. Fragt mich nicht, warum. Veredelt, veredelt. Errungenschaft. Es wurde eine neue Kreuzung entdeckt. Sieh im Notizbuch nach. Auch tatsächlich? Oh, dann schicken wir sie mal alleine los. Drachenfrucht. Oh. Ja, das war jetzt natürlich Zufall. Aber das ist natürlich cool, dass wir jetzt die Drachenfrucht haben. Weil ich glaube, die Drachenfrucht braucht man auch für Ambrosia, wenn mich nicht alles täuscht. Verbindung des Lebens. Schalte durch Veredelung eine neue Pflanzenart frei. Ja, das haben wir natürlich gemacht. So, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Du musst in einer Stunde... Was ist mit dem Gemälde hier? Hast du gemacht, dann kannst du das mal schnell an Kunstgalerie verkaufen. Mach das mal bitte. Danke. Und dann haben wir auch schon wieder ein bisschen Geld. Dann kannst du nämlich jetzt in der Zeit noch schnell ein mittelgroßes malen. Und du musst jetzt genau in einer Stunde los. Nee, gar nicht. In 2, ne? 10 Uhr muss ich da sein, ja gut. Mit dir gehen wir heute noch einmal mit. Level 6 der Motorikfähigkeit, das ist auch gut. Und dann kannst du mal hier ein bisschen Kanal schauen. Und zwar eine Romanze. Eine romantische Romanze. Über Romantik. Und allem, was dazugehört. Wir gucken mal ein bisschen mit. Gott, das erinnert mich an diese typischen Serien, die immer auf dem ZDF und so kommen. Rote Rosen und sowas, wie das immer alles heißt. Guckt euch das an.
Das ist ja lustig. Ein Autounfall. Oh mein Gott. Wie sollen wir es nur schaffen? Desmond. Susie, was machst du hier? Was? Du hast mich betrogen. Jahrelang. Warum? Warum? Wie konntest du nur? Ja, okay. Mehr fällt mir leider jetzt auch nicht dazu ein. Ich bin einfach nicht kreativ für sowas. Kreativ genug für sowas. So, musst du nicht in die Schule? Ach ja, gut. Die eine Stunde zu spät. Naja, es ist halt manchmal so. Wir haben halt viel zu tun und du musst, glaube ich, auch zur Arbeit, ne? Du musst um 9 Uhr schon da sein. Ich würde sagen, du hörst mal eben schnell auf zu pinseln und haust jetzt schnell ab auf die Arbeit. Sonst schaffen wir das nämlich gar nicht mehr. Und du kannst mal fleißig lernen und du gehst fleißig arbeiten. Erfrischt, wegen Camping. Nichts ist so gut gegen Stress wie eine Auszeit in der freien Natur. Ja, das sehe ich genauso. Und ich habe es eigentlich, wollte ich ja für Montag, ne, wie ich halt immer so bin, wollte ich ja das neue Update, das neue Accessoires-Pack haben. Habe ich leider nicht geschafft. Ich weiß auch nicht, ob ich es überhaupt noch schaffe diese Woche. Diese Woche ist wieder so eine richtige Stresswoche, aber ich hoffe, ich komme mehr dazu aufzunehmen. Jetzt habe ich gerade mal ein bisschen Zeit, jetzt mache ich das auch. Dienstag kommt auf jeden Fall auch und die Frage ist halt nur Mittwoch, weil Mittwoch muss ich wieder den ganzen Tag arbeiten. Da wird das ein bisschen knapp, wenn ich nicht vorher aufnehmen kann. Ich gebe mein Bestes natürlich wie immer, aber ich kann halt nichts versprechen. Aber ansonsten müsste eigentlich Donnerstag, Freitag wieder ganz normal kommen, wenn mir nichts dazwischen kommt. Und ich hoffe natürlich, dass ich dann bis dahin auch irgendwann mal das neue Add-on habe. Aber ich denke, das wird kein Problem sein. So, Klonmaschine erfinden. Gewöhnlichen Kristall, wir brauchen noch einen Kristall. Und endlich sind auch wieder Mitarbeiter hier. Juhu, schnell, schnell, schnell. Eine Klonmaschine, wie geil ist das denn? Komm, komm, komm. Komm, komm hergestampft, mein junger Freund. Sind das irgendwie andere Leute? Sind doch sonst nicht diese Leute, oder? Dann stellen wir uns ihr halt freundlich vor. Komm, wir müssen jetzt mal hier hinne machen. Wir müssen heute mal was reißen auf der Arbeit, damit wir jetzt endlich mal wieder befördert werden. Das ist irgendwie mal ganz dringend. Und Kristall war das, ne? Kristall brauchen wir noch, ne? Guck mal eben. Ja, ein Kristall. Und dann müssen wir jetzt eben noch einen Kollegen mit der Kristallanalyse beauftragen. Das machen wir auch. Kollegen beauftragen mit Kristallanalyse einmal bitte. Und dann können wir nämlich jetzt hier die Klonmaschine erfinden. Das ist ja geil. Das ist ja mal richtig geil. Eine Klonmaschine? Was wir dann alles klonen können. Können wir uns dann selber klonen? Oder können wir dann... Ey, das wäre ja genial, wenn wir damit Sachen klonen könnten. So zum Beispiel unseren Fernseher oder so. Und dann könnten wir den anderen immer verkaufen und den einen nur behalten. Ey, das wäre super. Boah, ich hoffe, das wird irgendwas Cooles. Ich brauche es unbedingt. Ich will etwas Cooles haben. Da führt kein Weg dran vorbei. Diese Klonmaschine, die muss jetzt der Burner sein. So, dann mach mal hin, ne? Ich mach mal ein bisschen schneller, weil ich bin jetzt auch viel zu gespannt, als abzuwarten. Hallo Mia, hier ist Anne. Die Analyse der Kristalle hat folgendes ergeben. Citrin. Sehr schön. Das ist gut zu wissen. Ja, ich habe mir auch was hier mit dem Bestreben gelegt. Wenn der Giorat mir diese Elemente mal irgendwann schickt, dann müssen wir dieses Bestreben entweder mal kurz auf Eis legen und uns was anderem widmen. Oder wir müssen wirklich eine Klonmaschine erfunden. Mia hat eine Klonmaschine erfunden. Was kann sie klonen? Zieh die Klonmaschine von Erfindungsbauer, ziehe anschließend Dinge auf die Klonmaschine und wähle, ob wir klonen. Oh, das will ich jetzt sofort ausprobieren. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Achso. Oh. Das ist Big Klonmaschine. So, was klonen wir denn mal? Komm, wir klonen mal. Oh, oder wartet mal, jetzt habe ich eine Idee. Ja, das geht natürlich nicht, oder was? Mist. Okay, komm, wir klonen einfach mal dieses Ding hier. Objekt klonen. Eine Pflanze klonen. Okay. Haben wir, glaube ich, auch, oder? Wollen wir Pflanze? Wollen wir. Da. Gänseblümchen. Und? Super! Was ist das? Würfel! Na toll. Das können wir mal verkaufen. Das hat ja super geklappt, aber wir sollten ja eh eine Pflanze klonen. Dann legen wir die mal da drauf. Und dann klonen wir das Objekt.
Objekt mal. Mal gucken, ob das was wird. Das sieht gut aus. Oh, da hat Lanz halt eine Schieflein. Tatsächlich. Das hat geklappt. Cool. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir irgendwie noch andere coole Sachen. Ein Serum-Klon. Haben wir ein Serum dabei? Tatsächlich. Objekt klonen. Das ist schon cool irgendwie, ne? Das macht uns auf jeden Fall einiges, leitet uns auf jeden Fall einiges. Serum Mission. Ach nein, das nicht. Simplifizierung, Petersilie und Karin. Oh, haben wir ja immer noch nicht. Gedanken oder sich umzuziehen. Dann machen wir das mal eben. Outfit ändern in Alltagskleidung bitte einmal. Outfit ändern in Sportkleidung. Und du änderst mal dein Outfit in Ausgekleidung. Danke, bitte. Ey, das Ding nehmen wir auf jeden Fall mit nach Hause. Ich tue es schon mal hier reinlegen. Ich weiß nicht, ob wir es heute nochmal brauchen, aber ich tue es einfach schon mal rein. Denn das will ich auf jeden Fall zu Hause nochmal ausprobieren mit anderen Dingen und dann mal gucken, was wir da alles so draufstellen können. Aber anscheinend Sims-Klon schien mir jetzt nicht, als ob das geht. Aber vielleicht geht das noch im Nachhinein. Ich weiß nicht, das müssen wir dann mal testen. Ich habe das Ding ja jetzt auch zum ersten Mal, aber ich hoffe, dass wir da noch irgendwie was klonen können. Und vielleicht auch den ein oder anderen Sim mal klonen. Das wäre auf jeden Fall extrem cool. Bevor mal einer stirbt, ne? Können wir ihn dann lieber mal klonen. So. Jetzt haben die sich alle umgezogen. Das Serum trinken oder verabreichen. Können wir jetzt nicht eine Pflanzenprobe mit dem Mikroskop analysieren? Pflanzenprobe analysieren. Nee, Fräulein, da kannst du dich jetzt leider nicht hinsetzen. Da muss ich jetzt bitte einmal kurz dran. Kannst du bitte darunter gehen? Danke dir. So. Dann analysieren wir mal eben die Pflanzenprobe. Heute läuft der Arbeitstag auf jeden Fall schon mal viel besser als der letztere. Denn da ist ja so einiges schief gelaufen. Da konnten wir irgendwie nichts machen, dadurch, dass hier irgendwie keiner auf der Arbeit war außer wir. Aber jetzt, ein Sim per Gedankenkontrolle putzen lassen. Das machen wir auf jeden Fall mal mit dem Stinkstiefel hier. Denn der hat es auf jeden Fall verdient. Los geht's, mein Kollege. Einmal bitte putzen. Sie ist heute fertig mit der Schule. Eine 2 ist eine gute Note. Das bedeutet jedoch nicht, dass es keinen Raum für Verbesserungen gäbe. Doch, es gibt Raum für Verbesserungen. Das machen wir natürlich auch noch. Aber jetzt im Moment, da sind wir damit zufrieden. An der Kaffeemaschine rumbasteln. Ja gut, das machen wir auch mal. Wo ist die denn? Hier. Rumbasteln. Dann mach das mal eben, meine Liebe. Und dann sind wir auch schon fertig fast. Yay, wir haben es geschafft. Wir sind gut durchgekommen. Ich glaube, die Beförderung kommt und der steht auch nichts mehr im Wege. Dann können wir jetzt nämlich hier mal einen Snack kaufen und hier machen wir mal so ein Fertigessen. Können wir uns das noch ein bisschen gut gehen lassen. Denn, ja, haben wir uns auch mal verdient. Wenn wir sowieso durch sind mit der Arbeit, warum sollten wir dann mehr arbeiten, als wir eigentlich brauchen? Dann können wir uns hier mal mit der guten Frau hier noch ein bisschen anfreunden. Ist sie eigentlich schwanger? Die sieht so schwanger aus. Die schwanger, oder? Dag. Über Logik jetzt. Dann machen wir das mal erstmal. Wo ist jetzt genau mein Essen? Na gut, dann essen wir halt ein Sandwich. Dann wird es wohl das auch erstmal tun, wenn das Fertigessen nicht ist. Logik Level 4. Oh, ich wusste gar nicht, dass ich das wirklich aufstockt. Das ist aber schön. So, und dann können wir uns hier mit der mal ein bisschen unterhalten, über Aliens reden, Tag verschönern, schmeicheln, damit wir uns auch mal mit unseren Arbeitskollegen ein bisschen besser verstehen, als immer nur so sporadisch mal was von den Verlangen, zum Beispiel ein Kristall oder Metall, denn wir sind eigentlich nur noch auf der Arbeit, um Leuten irgendwie was abzuluxen oder wegzunehmen und das möchte ich natürlich nicht, ich möchte natürlich, dass Mia sich auch mit ihren Arbeitskollegen einigermaßen gut versteht, denn das sollte... Ja, ich glaube, das ist für jeden nicht schlecht, wenn man sich mit seinen Arbeitskollegen einigermaßen versteht. Dominik hat tolle Arbeit geleistet, hat heute 200 Simoleons mit nach Hause gebracht, das ist gut. Meine Mary ist auch schon wieder zu Hause. Und die bringt einfach mal nichts mit nach Hause, oder was? Die hat kein Geld. Guck mal, dann können wir uns mit ihr auch mal ein bisschen tratschen hier. Tratschen, muss die Geschichte erzählen.
Oh, Affäre. Und wie man über ihr Outfit machen, weil sie so ein schickes Outfit anhat, so, weißt du? Sowas würde ich zwar nie tragen, also Mia würde sowas jetzt nie tragen, ne, so ein Outfit, aber bei ihr ist es ganz okay. Sagen wir mal so. Nein, sie stand auf der Klo-Maschine, sie hat sich selber aufgeklont, wie wir auch. So, jetzt ist der Arbeitstag gleich zu Ende. Ich verschneller das hier mal ein bisschen, damit wir noch sehen, ob wir befördert werden, wovon ich hoffentlich stark ausgehe. Aber ich denke, das sieht ganz gut aus, da wir wirklich gute Arbeit geleistet haben und sowieso vorher schon eine Jobleistung sehr gut hatten. Und eine Minute. Yay! Mia hat heute fantastische Arbeit geleistet. Akademische Prestige und wissenschaftliche Errungenschaften werden nicht mehr lange auf sich warten lassen. Mia wurde befördert und ist jetzt Ufologin. Sie verdient jetzt 30 Simoleons mehr pro Stunde. Oh, das ist gut. Was einen Stundenlohn von insgesamt 102 Simoleons pro Stunde ergibt, das ist sehr gut. Sie hat zudem folgenden Bonus-Item: 576 Simoleons, fabelhafte Warntür, bruchsicheres Fenster X180 und ihre nächste Schicht beginnt am Mittwoch um 10. Also wie immer um 10. Wir mussten ja bisher immer, glaube ich, um 10 arbeiten oder anfangen. Ich meine, das wäre jedenfalls so gewesen. Weiß ich jetzt allerdings nicht hundertprozentig, aber ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, mussten wir immer um 10 Uhr anfangen. Aber das ist ja eigentlich auch eine schöne Arbeitszeit, oder? Wenn man um 10 Uhr anfangen muss, ich finde das gar nicht so schlecht. Kann man noch ein bisschen schlafen, können wir den Tag ganz in Ruhe starten. So, wir wurden befördert, das wissen wir ja jetzt bereits. Und bevor ihr jetzt hier irgendwas macht, du musst jetzt hier auf jeden Fall alles ernten und bewässern natürlich und jeden bitte. Ich glaube, veredelt haben wir jetzt alles, ne? Ne, haben wir tatsächlich noch nicht. Dann veredeln wir die hier noch. Und dann haben wir das aber auch. Und so, du haust dich an den Fernseher. Und du hast bis dato immer noch nicht ein einziges meisterhaftes oder meisterliches, oder wie heißt das jetzt nochmal? Meisterwerk, genau, gemalt. Ich würde sagen, da setzt du dich jetzt auf jeden Fall mal dran. Und du wolltest jetzt, wie war das jetzt nochmal? Hatten wir den Höchstpunkt im Tippspielen? Ich glaube nicht, aber wir versuchen es jetzt nochmal, weil dadurch steigert sich ja auch unsere Motorikfähigkeit, die wir sowieso auf Level 6 brauchen. Und dreimal am Klettergerüst klettern, das können wir auf jeden Fall im Nachhinein noch machen, oder? Was kostet denn so ein Klettergerüst? Ja, Baumodus, ja, den kennen wir ja bereits. Ich guck mal, was so ein Klettergerüst kostet. Wo gibt's denn das? Ich gib's mal eben hier ein. Klettergerüst, genau. Da ist es. Das kostet 800, ja komm. Ich würde sagen, das gönnen wir der kleinen Maus jetzt mal. Weil das hat sie auch eigentlich verdient, oder? Ich finde, wir sollten ihr auf jeden Fall mal so ein Klettergerüst besorgen. Dann hat sie auch mal was hier zum Spielen. Eigentlich soll das ja unser Garten werden, aber solange wir noch keinen Garten oder kein Geld für einen Garten haben, finde ich es ganz okay, weil wir da erstmal ein Klettergerüst hinstellen. Da freut sich die kleine Maus. Und wir haben auch ein bisschen Zeit für uns, wenn die Kleine dann draußen ist. So, du bist hier fleißig das am Machen. Du guckst schön Fernsehen. Was musst du denn noch machen? Fünf Elemente sammeln, das nervt mich so sehr, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Du müsstest noch Durchbrüche erzählen. Dafür bräuchten wir vielleicht mal ein Bücherregal, ne? Das könnten wir uns eigentlich auch mal anschaffen. Dann gucke ich mal eben hier. Bücherregal, was kostet denn das so? Guck mal, das ist eigentlich ganz schön, oder? Aber das hier hin? Ach, ich glaube, da hängt ein Bild, ne? Mal gucken. Tatsächlich. Oh, das war ein bisschen höher und dann stellen wir das hier hin, da finde ich das nämlich eigentlich ganz schön. Das hängt mir jetzt aber ein bisschen zu hoch. Moment. So. So finde ich das schön. So ist es perfekt und jetzt kannst du nämlich hier etwas lesen. Dann schaffen wir vielleicht die Durchbrüche auch von zu Hause und dann brauchst du nämlich nicht die ganze Zeit vor der Glotze rumhängen, sondern kannst dich mal ein bisschen bilden, Fräulein. Tu mal was. So, du bist fertig. Warum haust du dich dann hin? Dann verkauf das mal lieber. Immer noch kein Meisterwerk, das ist unfassbar. Wir machen mal ein surrealistisches, großes Gemälde. Und dann müsste hier mal das Klo gemacht werden. Das könntest du dann eigentlich mal machen, wenn du hier fertig bist. Reparierst du das mal bitte. So, dele. Wie sieht's bei dir aus? Sieht nicht gut aus. So, ihre Reaktion zufolge hat sie gerade irgendwas verloren auf jeden Fall. Und du bist immer noch fleißig im Garten dran. Dann mach mal schneller, meine Maus.
Und dann würde ich sagen, gehen wir nämlich jetzt demnächst wieder mit ihr zur Arbeit, denn auch bei ihr steht fast eine Beförderung an. Sie muss halt nur noch die Patienten, die Patienten behandeln. Oh, und wir brauchen nicht mehr viel. Oh komm, wir düngen es. Wir düngen jetzt nochmal alles. Denn wir brauchen wirklich nicht mehr viel, aber das steigert jetzt auch nicht, oder? Wir brauchen nicht mehr viel, um hier die Level 6 der Gartenfähigkeit. Dann haben wir das nämlich auch endlich. Aber anscheinend will sie nicht. Dann geht sie mal hier ein bisschen auf Klöchen. Und dann kann sie eigentlich auch noch mal ein bisschen hier Fernsehen gucken. Wer auch immer den Fernseher wieder angelassen hat. Mia. Und du bist schon fleißig am Reparieren. Oh, guckt euch an. Das ist so eine Kuhpflanze. Die ist ja cool. Die ist ja echt cool. Aber die Skelett... Also ich hätte es cooler gefunden, wenn sie noch am Leben wäre. Ich verkaufe es jetzt einfach mal. Und dann... Mit 391 Simoleon, das geht ja. So, und damit verabschiede ich mich auch schon wieder von euch. Ich hoffe, euch hat die Folge gut gefallen. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder schreibt es mir in die Kommentare, falls ihr noch Wünsche, Ideen, Anregungen oder irgendwas dergleichen habt. Da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ciao!